Ja, servus und willkommen zur Gruppentherapie. Ich bin euer Therapeut Marc Vuraga und diese Therapie ist kostenlos. Wir sind hier bei der Gruppentherapie und das heißt auch wieder Unboxing-Zeit. Und hier sind wir beim Unboxing, denn die Milo-Chest ist da. In die werden wir jetzt nämlich schön reinschauen. Mal gucken, was wir heute da so Spannendes drin finden. Die Chest ist schon hier in dem schicken, gewohnten Design, wie auch die letzten Boxes. Und hier ist auch schon wieder ein Unboxing-Öffnungsgerät. Damit werden wir gleich mal anfangen. Wir werden dann spontan erstmal gucken, dass wir die Kiste geöffnet kriegen. Einfach hier mal ein gekonnter Schnitt. Damit ist die ganze Sache schon mal offen. So, jetzt kommt der spannende Moment. Was werden wir wohl da drinnen finden? Tata, tata. Genau, lustigen Inhalt werden wir da finden. Und zwar, was haben wir denn hier? Das Mai-Lootbook. Ja, das Bild kennen wir ja schon irgendwo. Und zwar, das war auf dem letzten T-Shirt drauf von die Portal-Anspielung. Und Happy Birthday ist nämlich, weil das ist nämlich jetzt die Loot-Chest Nummer 12. Ein Jahr gibt's das Ganze jetzt schon. Und deswegen haben wir jetzt hier auch Happy Birthday to you, Happy Birthday to you. To us. Ein Jahr ist nun her, da ging die erste Box an unsere Kunden raus. Natürlich danken wir erstmal euch, unseren Kunden, die das nicht nur der Geburtstag der Loot-Chest, sondern auch euren Geburtstag. Also lasst uns gemeinsam feiern. Eure Geschenke habt ihr auch nun direkt schon in der Hand. Wie? In der Hand? Das Buch ist das Geschenk. Mehr haben wir ja noch gar nicht in der Hand. Aber guck mal, was da steht da noch weiter. Und wir hoffen, ihr freut euch wie immer über unsere Box. Gerne könnt ihr auch unsere Geschenke, kreative Bilder oder Texte schicken. Dieses könnt ihr gerne in unsere Facebook pinnen und per Mail schicken. pr@loot-chest. Wir freuen uns. So, da haben wir das schicke Loot-Chest-Buch. Das werden wir wie auch wie gewohnt nicht weiter vertiefen, weil wir wollen ja uns überraschen lassen. Also, weg damit. So, was geht's denn los? Hier haben wir erstmal einen Pixel Hero Bite Magic. Und zwar einen, einen Gutscheincode, würde ich sagen. Hört sich das Ende an. Ein schicken Gutscheincode für ein schickes Spiel. Das packen wir aber spontan erstmal beiseite. Weil vielmehr, also Zettel war da ja nicht zu sehen. So, was haben wir denn hier Feines? Und zwar In-Ears. Wir haben ja nie genau neue schicke Kopfhörer. Voice IP plus MP3. Top Classic Audio Ultra Low Wide and in Kabel Mic. So, eine schickes ja, Müllproblem, wenn wir wieder rankommen. Hier ist eine. Hier. Da ist die Öffnung. Das muss man immer gefunden haben. Ja, öffnen wir das spontan hier an der Seite auch. Und tata. Schicke In-Ears mit einem schicken Booklet dazu. Und hier haben wir dann die schicken In-Ears, die in einem schicken Design sind. Müssen wir bloß sehen, ob wir das hier auch nochmal geöffnet bekommen. So, tata. Da ist noch mehr Kabel und Krimskram drinnen. Und hier haben wir schicke In-Ears. Das ist doch super. Die sehen fein und schick aus. In einem schicken Blau-Design. Mir gefallen sie sehr gut mit Mikrofon. Also für alle MP3-User bzw. iPhone-User und sowas könnte dann ganz spaßig werden. Noch ein paar Ersatz-In-Ears für die passenden kleinen Ohrstöpselchen, für die kleinen großen Lauscherchen. So, das ist doch mal ein super Geschenk, das gefällt mir. So, was haben wir denn hier? Eine Autogrammkarte von den Rocket Beans. Das hat auch nicht jeder. Eine schicke Autogrammkarte, die haben alle viele drauf. Hier immer den Simon und so und die Nils und sowas. Auch ganz schick, packen wir mal schön beiseite. So, einen Street Fighter Schlüsselanhänger, der kommt uns ja bekannt vor. Den hatten wir doch schon mal als Spardose, den lieben Rhyme. So, mal gucken, wie wir den... Ah, hier, mit Batterie, da geht noch was, aha. Ha, da sind mit Lampe und beißen den Audio-Effekt, ich weiß gar nicht, ob man das hört. Naja, mal schauen, ob man das überhaupt gehört hat, das werden wir dann hören und sehen. Ich hoffe schon trotzdem. So, sieht aber ganz schick aus, schicker kleiner Schlüsselanhänger, packen wir mal auch schön beiseite. Was haben wir denn hier? Das sieht doch nach Star Trek aus. Und zwar Star Trek Lightech. Aha, aha. Die USS Kelvin. Zum Bauen und Basteln. Da müssen wir mal gucken, wie wir da reinkommen. Da müssen wir wahrscheinlich ja spontan die Seite öffnen. Die Seite ist offen. Mal gucken, die Seite. Mal gucken, ob das ganz ausreicht. Ja. Und gucken, ob wir das Zeug vorsichtig geöffnet bekommen. Ah, wahrscheinlich hier oben auch noch mal kurz den Cutter ansetzen hier. So, haben wir das auch schick geöffnet und jetzt können wir das Ganze aufklappen. So, tata. Und zwar eine Lego-Bauspiel-Variante sozusagen für die USS Kelvin. Das ist doch schick, gleich was zum Bauen und Basteln. Geeignet für alle ab 6. Mal sehen, ob ich da den kriege. Das werde ich schon sehen.
Wenn ja, dann kann ich vielleicht noch ein paar Fotos hinten ranhängen. Würde ich euch mal gerne schauen, wie das Ganze dann aussieht. Ah, hier mal Aufkleber, Stickers und noch, tja, Hinweis für das Licht. Genau, weil das Ganze ist nämlich Licht. Spannend. Ich freue mich schon mal. Ich werde das nachher zusammenbauen und gucken mal, dass ich euch das noch zeigen kann, das Endergebnis. Was haben wir denn hier? Center Shock. Hidden Apple. Bonbons. Ich mag Bonbons. Bonbons, ja, und quadratisch, viereckig, gut, würde ich nochmal sagen. Oh, wer ist auch ein Apfelmark? Der ist übel. Oh. Mit dem Ding kann man ja nicht mehr weiter moderieren. Mein ganzer Mund ist taub. So, was haben wir denn noch Feines hier? Ein Zettelchen. Ha, eine lustige Foto. Das kenne ich auch noch. Und zwar C64, der V2 ist das. Den hatte ich persönlich nicht, ich hatte den V1 gehabt, aber da werden doch Kindheitserinnerungen wach. Ja, an das Load Loot 8,1 kann ich mich gut erinnern. Das war nicht der Ladebefehl von Diskette. Search for Loot, Loading, Ready for Run. Das ist eine witzige Idee, kann man tolle Sachen machen. Und das ist ein Sticker. Nein, oder? Ich glaube, das könnte ein Sticker sein. Ist so schlecht zu erkennen. Aber auch super Idee. So, jetzt kommt man natürlich noch das passende T-Shirt an. T-Shirt. Ja, einmal öffnen hier. So, T-Shirt diesmal in weiß mit schwarzem Aufdruck. So, schicke Tüte dazu. Und mal gucken, was haben wir denn diesmal da? Das sieht doch ganz nach... Ja, wenn das nicht eine Anspielung auf Titanfall ist. Genau, Titan Pilot Training Academy. So, ein schickes T-Shirt. Sieht ganz schick aus. Schlicht einfach, aber mir gefällt es. Sehr simpel. Sehr schön, sehr schicke Geschichte. Würde mich auch schon mir ganz gut stehen, denke ich mal. Ich mag ja T-Shirts mit lustigen Aufdruck. So, apropos, leider, was jetzt kommt, das mag ich nämlich nicht, weil nämlich das ist nämlich das Ende. Wir haben alles durch, haben uns alles angeschaut. Das ist auch schon wieder, die könnte eigentlich viel größer sein. Da haben wir viel länger Spaß miteinander. So, aber das heißt nicht, dass jetzt das letzte Mal war oder dass wir nichts genug da haben. Denn hier kommt noch das hier. Das hier hinten, das ist die Videoempfehlung, ganz genau auf den Endcap. Diesmal ganz simpel, ich empfehle euch ganz simpel ein anderes Unboxing. Und zwar relativ frisch, und zwar ein Nintendo 2DS in der Rot-Weiß Edition. Mit Animal Crossing haben wir ausgepackt, da könnt ihr gerne mal reinschauen. Und mal gucken, dass es hier nicht nur Loot-Chests zum Auspacken gibt, sondern auch andere Dinge. Mich würde es freuen, wenn ihr da reinschaut und mal dort eure Kommentare lässt. Mich würde generell interessieren, ob ihr gerne mehr solche Loot-Unboxing haben wollt oder ob das euch reicht mit der Loot-Chest. So, wenn ihr noch was haben wollt, dann gibt es hier den YouTube-Button, der abonniert den ganzen Kanal. Wenn ihr mehr Unboxing wollt, dann ist der Button schon fast Pflicht. Social Media Kram, Google+, Facebook und Twitter nicht vergessen, wobei über Twitter die meisten Sachen wahrscheinlich laufen. Links und URL sind unten nochmal in der Videobeschreibung. Unter dem Video gibt es noch eine tolle Erfindung, nennt sich Kommentarbereich, der kann gerne genutzt werden, weil dieser Kommentarbereich nämlich dafür da ist, dass man kommentieren kann. Mich würde es freuen, dort eure Kommentare zu lesen und mit euch mitzudiskutieren. Wenn nicht, gebt mir einfach einen Daumen nach oben, darüber freue ich mich auch, denn ich bin Mac Burago und sag Servus und Ade.